Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin der Systemstreuner und ich freue mich, dass ihr hier mit am Start seid und wir mit der Folge 22 weitermachen können. Ich habe noch eine User-Frage gehabt auf einem anderen, älteren Let's Play-Video hier zum Thema Klärwerk. Also das kann halt maximal 220 Kubik machen. Es steht auch was dran von 440 Kubik. Wasser an Wasser verarbeiten kann. Und hier steht drunter zu eliminierende toxische Flüssigkeiten. So ganz bin ich noch nicht dahin gekommen. Ich kann mir nur vorstellen, dass das hier damit zusammenhängt, wie verschmutzt das Abwasser ist. Also wenn man auf die Häuser geht, dann kann man später, wenn da jemand drin wohnt, schauen, wie hoch der Schmutz im Abwasser ist. Der ist hier tendenziell in so Wohngebäuden oder im Kino vermutlich ein bisschen weniger. Das sehen wir dann, wenn die Leute einziehen, als jetzt von mir aus in der Kleidungsindustrie, die ihr eigenes Abwasser dran hat. Also da sehen wir so eine Abwasserleitung, die muss man hier direkt dran bauen. Ja, machen wir es unter der Erde. Fordert eine angemessene Neigung. Ja, das ist mir ja gerade wurscht. Aber faktisch ist, hier kommt viel schmutzigeres Wasser raus. Ich denke mal, man kann diese Werte miteinander verrechnen. Und man sieht dann nachher am Prozentsatz der Auslastung, wie viel die jetzt wirklich zu arbeiten haben. Mein Gefühl war, also ich denke, für so eine Stadt und so eine Industrie mit 15.000 Einwohnern so gefühlt und hier so um die 3.000 Arbeitsplätze und hier in der Stadt noch ein paar Arbeitsplätze. Ich denke, dafür reicht erstmal ein großes Klärwerk. Ja, also wenn es halt an sein Kapazitätslimit stößt, dann muss man ein zweites hinbauen und dann muss man schauen, wie man es verteilt, dass in jedes Klärwerk so viel reinfließt, dass es gut ausgelastet ist. Aber man hat keine Möglichkeiten, hier die Gebäude zu upgraden und zu sagen, hier machen wir noch ein paar Becken dran, wie man es in Skylines machen kann und dann das eine Klärwerk immer weiter ausbauen, sondern das ist halt so gebaut und das kann nicht mehr und damit muss man zurechtkommen. Man hat in dem Spiel nur diese Info hier vorab. Klärwerk groß. So, jetzt mache ich mal eben langsamer, da ist gerade eine Meldung reingekommen. Was ist fertig? Hier. Dann bauen wir bitte den Müllplatz. Ja, die Müllplätze, die müssen alle vor dem Einzug fertig sein. Die haben schon hohe Prio. Sehr gut. Dann kann es da weitergehen am Müllplatz. Fahrzeug. Auch sehr schön. Ich versuche sie jetzt immer mal gleich wegzudrücken, wenn sie reinkommen. Wir können vorbereitend für den Strom, der hier kommt. Ja, da sieht man, Beton ist schon da. Wir können hier auch mal die Priorität ein bisschen hochsetzen, dass diese Strommasten jetzt möglichst schnell kommen. Die Matschwege möchte ich gern noch sitzen lassen, solange bis wir den Strom da hinten geregelt haben. Und auch den Strom hier vorne geregelt haben. Wir können schauen, ob die Verteilerkästen alle fertig sind. Lass uns sehen, kommt es dann überall hin. Der sitzt. Der ist fertig. Der hier hinten ist fertig. Der hier vorne ist fertig. Also das heißt, sobald Strom auf der Leitung drauf ist, können wir da anfangen, die Stadt mit Versorgungsgütern voll zu machen. Hier hinten zwei sind fertig, einer ist im Bau. Aber der tut ja nicht weh, der ist ja... Ach, den haben wir noch. Da war der Weg wahrscheinlich nicht fertig. Den können wir noch in normaler Prio hier mitlaufen lassen. Aber wichtig ist, dass hier, dort wo wir das Wasser rauspumpen, dass da Strom reinkommt. Man kann auch immer hier drüber fahren. Sowas wie, wo könnte man zu Fuß da noch hinkommen? Man sieht, da kommt keiner mehr aus der Stadt zu Fuß hin. Man sieht, wohin der Strom geht. Ah, das geht auch relativ weit. Das haben wir ja alles überprüft und geklärt, dass es hier soweit passt. Also wir wissen, alle diese kleinen Umspannungswerke hier, die total putzig aussehen, mit ihrem kleinen Hochspannungsschild da dran, die sind wohl alle soweit.
Okay, sobald der Strom läuft. Das heißt, wir lassen uns auch benachrichtigen hier, dass der Strom fertig ist. Weil dann können wir ackern. Wir können schauen. Kommt die Kohle hier rein? Ja. Ja, man könnte sich jetzt fragen, hä? Da geht 40 Tonnen in einer rein. Wieso liegen jetzt da 148 Tonnen rum? Ja. Das ist eine gute Frage. Wo kommt denn hier einer? Da kommt einer rein. Er hat 40 Tonnen dabei. Schauen wir mal, wie voll das wird, wenn er jetzt den einen hier reinpackt. Ich denke, das sind irgendwelche Gleitkommazahlenberechnungen dahinter, wo es dann irgendwelche krummen Werte gibt. Oder wenn die fahren, fällt was von der Laderampe oder der Fahrer zwackt sich was ab. Das ist ja alles so ein bisschen korrupt hier. In gewissen Ländern gibt es ja mehr Korruption. So. 148 haben wir drin. Wir müssten jetzt eigentlich 188,14 drin haben, wenn der fertig ist. Paar Tonnen, 2 Tonnen sind weg. Entweder es fällt von der Rampe oder es schüttet hier schon in das Werk rein. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ja, okay, geht nichts verloren. Das wird nur gleich so zum Teil in beide reingefördert. Dann liegt auch was im Heizwerk drin. Und wenn wir beide zusammenzählen, dann passt es wieder. Oh, man lernt nie aus. Gut zu wissen. Hier steht jetzt einer. Ah, okay, ja, weil wir haben ja hier hohe Brio. Das heißt, wenn der Kipper hier leer ist, dann kann gleich der nächste mit dem hier weitermachen. Dass wir die Straße hier rund kriegen. Gewissen Bogen haben wir ja noch. Wir müssen uns hier vorne noch um den Strom kümmern. Dass er hier rankommt und dass er ans Depot rankommt. Wobei das Depot jetzt gerade noch ein bisschen zweitrangig ist. Ah, ich denke, ich möchte hier direkt von dem abgehen und das einfach hier rausziehen. Dann sitzt es erstmal hier schön daneben. Das machen wir. Also wir nehmen unseren Leistungstransformator. Da gibt es natürlich auch wieder ganz viele tolle Modelle. Wir nehmen mal Standardmodell. Keine Experimente jetzt damit. Und gefühlt gehen dann mehr Stromleitungen in diese Richtung raus. Auch wenn die eine jetzt hier vorne sitzt. Uns noch überlegen, wie wir es hin positionieren. Aber ich mache halt nicht wegen der einen Stromleitung das Ding so rum. Weil da hinten kommt halt nichts mehr, da ist die Grenze. Ich denke, so müsste es doch eigentlich passen. Einmal checken, ob die Mittelspannungsleitungen da noch genug Platz haben zum Rauskommen. Ja, easy. Die hier auch. Dann machen wir die Hochspannungsleitung dran. Einmal hier geradeaus rüber. Ja, jetzt habe ich es nicht ganz gerade gemacht. Hätten wir auch so machen können. Aber das ist noch schmerzfrei. Ist halt alles ein bisschen krumm und schief in dem Spiel. Jetzt kommen wir hier nicht lang, weil da natürlich jetzt Gebäude sitzen. Sonst könnten wir hier schön rüberziehen. Aber wir könnten vorne hingehen. Oh, ich mache mal ein bisschen langsamer, sonst ist die schneller fertig als mit Liebes. Die steht ja, glaube ich, schon. Ja, die steht schon. Streuner, du machst das zu langsam, du erzählst zu viel. So. Die will ich jetzt trotzdem noch durchplanen. Die ziehen wir bis hier vorne an die Ecke hin. Schön über die Wege hinweg. Also man sieht, das letzte Stück hat er mir jetzt nichts dazwischen gemacht. Und die machen wir hier dran. So. Und dann machen wir hier natürlich auch noch unseren Weg hin. Oh, ja, ist auch wieder so ein krummer Oschi. So. Okay, planen wir mal mit. Also das ist rein für die Feuerwehr, dass die Feuerwehr löschen kann und dann wieder zurück in die Stadt fahren kann.
Einmal mit Menschen das hier und das da. Und das da eigentlich auch gern mit höherer Prio. Und mit Benachrichtigung, dass man danach die Masten... dass wir den Transformator bauen können. Die Masten, die können wir gleich eh bauen. Die geben wir jetzt in den Auftrag. Einmal den hier. Und den kleinen hier noch. Zack. Die brauchen jetzt nicht die höchste Prio. Wir sehen auch, die zweite Leitung, die wird gerade auch schon hochgezogen. Die ist auch gleich fertig. Wenn man keinen Kran hat, braucht es lang. Aber mit Kran geht es rucki zucki eigentlich. So, welchen haben wir fertig vom Strom? Das ist der hintere. Ja, aber hier haben wir auch noch so Matschwege zum Bauen dran gehabt. Die mache ich jetzt eben auch mal alle noch ins Baumenü rein. Vielleicht findet sich mal jemand, der es bauen möchte von denen. Okay, das heißt, wir haben von vorne gesehen, hier hat man ja schon Spannung dran an dem hier. Jetzt sieht man auch schon, hier ein bisschen Megawatt wird verbraucht. Hier geht's rein, da geht's rein und ich mache mal eben Pause. Wir müssen jetzt sehen, wie die hier anfangen, das Wasser zu pumpen. Ja. Also beide Wasserbrunnen haben interne Wasserspeicher, die jetzt loslegen können und ihr Wasser aus der Erde pumpen können. Mit ihrer maximalen Leistung von ca. 70 Kubik. So. Die pumpen dann jetzt ja nicht, aber es geht ins Wasserkraftwerk rein. Das Wasserkraftwerk hat seinen Importspeicher schon voll. Das ist gut. Das heißt, die füllen sich jetzt auf und die haben ihren internen Puffer. Wenn die mal mehr verbrauchen, als gerade gepumpt werden kann, dann können sie es da rausziehen. Ansonsten wird es halt gleich durchgeleitet. Ist doch schon mal schön. Okay. Wir haben Strom auf der Stadt. Dann flicken wir uns hier ganz schnell zwei Verteilungszentren hin. Einmal Verteilungszentrum bitte. Oder zweimal. Einmal hier hin. Und einmal hier hin. Da kann man nur 5 kostenlose bauen. Da muss man aufpassen, wie viel man holt. So, wir brauchen einmal abgedeckte Ladefläche. Da sehen wir gleich, was wir damit alles transportieren können. Gesamtkapazität. Ja, so ein Oschi, da hole ich jetzt auch nicht. 60 km/h, der ist mir ein bisschen langsam. Und auch lang mit seinem Anhänger. Das sieht ja aus wie ein Traktor. Das ist wahrscheinlich auch einer. Aber ich denke, wir müssen bei dem bleiben. Davon holen wir uns jetzt mal 3 Stück. Dann holen wir uns hier vorne nochmal einen Tanker dazu. Flüssigkeitstank. Dass wir jetzt überall Sprit reinkriegen. So. 2. Ja, machen wir auch. Weil wir haben das Geld ja. Jetzt kommen erstmal die ganzen Fahrzeuge. Hier hatten wir die Kipper drin. Für Kies und Kohle. So. Ich würde mal eben kurz pausieren. Ich muss jetzt meine Tabelle aufmachen, dass das mit der Verteilung schneller geht mit den Prozenten. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe meine gute Tabelle aufgemacht. Ich habe euch ja einmal die händische Rechnung gezeigt, wie das so funktioniert. Wir fangen mal eben mit dem Sprit an. Gut, da vorne können wir noch nicht ran. Das merken wir uns, weil da kein Strom dran ist. Aber wir können hier unten anfangen. Wir schauen rein. Wir sehen 40 Tonnen. Also im Prinzip müsste man jetzt wieder rechnen. 11 Tonnen durch 40 Tonnen. Und dann wird rauskommen, wenn man es von 100% abzieht, dass man 72,5 reinpacken kann. Da ist das jetzt... Oh, jetzt bin ich gerade auf die Lautstärke gekommen. Da hat es mal gerade in meine Ohren reingedröhnt. Also, unsere kostenlosen hier oben, die sind in Ordnung. Da ist es mir wurscht, aber die will ich voll haben. Also die Feuerwache.
Die bekommt jetzt... Die hat noch keine Spannung. Doch, die hat Spannung. Alles gut. Also, die bekommt jetzt 72% rein. 72 bitte. So. Damit fährt jetzt auch gleich ein Tanker los und sollte sie voll machen. Ja, wir haben noch keine Feuerwehrautos und Leute, das ist mir auch klar. Jungs, wollt ihr nicht mal tanken fahren? Ach's. Wo sind denn meine Tankautos hin? Sind die alle noch beschäftigt? Kostenlose Tankstelle, okay. Und wo? Ja. Die fahren natürlich jetzt zum Konstruktionsbüro los, weil wir es da eingestellt hatten, aber keinen Strom hatten bei den beiden. Wenn wir da runterscrollen, dann sehen wir, hier fahren gerade die Tanker hin. Die können wir jetzt auch kontrollieren, ob da die Zahl stimmt. Bei 30 Tonnen können sie 63% reinladen, dann kann ich die hier noch korrigieren. Das ist jetzt natürlich nicht nötig, 60 wäre auch okay, aber ich will, dass sie rappelvoll werden. Und dass sie nur... Da kriege ich die Zahl jetzt nicht gespeichert. Was war denn jetzt schon? Wahrscheinlich, weil da gerade ein Fahrzeug hin unterwegs war. Da ging die 63. Und hier geht sie gerade nicht. Schade. Vielleicht geht es nachher, wenn sie getankt haben. Dann haben wir den nächsten hier. Er braucht auch wieder... Jetzt habe ich sich angeheftet. Ist das ärgerlich. So, jetzt bleibt mal da, liebes Verteilungszentrum. Der hier verkraftet 15 Tonnen. Und da 11 Tonnen in den Laster reingehen, eben. Oh, jetzt bin ich schon wieder an die Lautstärke gekommen. Heilandsack. Wieso geht meine Lautstärke immer hoch? Ich komme doch nirgendwo ran. Also, hier müsste er bei 26% losfahren. Mach mal eben Pause, dass der das auch kapiert hier und nicht schon gleich losfährt. Bei 26%. Nehmen wir sie uns einfach mal alle kurz vor. Man sieht jetzt auch die grünen Gebäude, die werden versorgt. Dann haben wir hier vorne natürlich auch noch zwei. Ich füge sie mal schon mal hinzu und dann gucken wir, was da reingeht. Da müssen wir leider mal kurz pausieren. Ne, das Hallenbad natürlich nicht. Was will ich denn ans Hallenbad liefern? Krankenhaus. So, 40. Also können wir da die 72 von da oben übernehmen. Gut. Hier auch wieder. Wir fügen es hier auch wieder hinzu. Und geben dem Gutschen auch seine 72%. Ist einfach so, dass der Speicher dann maximal voll wird und nicht noch, dass sie nicht leer fahren, dass sie nicht wegen 2-3 Tonnen hin und her fahren. Immer diese Bagger. Das müssen wir nachher auf jeden Fall umstellen, bevor wir eröffnen, dass die transportiert werden. Haben wir hier noch was, was Sprit braucht? Baubüros, die technischen Dienste, Feuerwehr, Krankenhaus, Geheimpolizei konnten wir noch nicht bauen. Was haben wir hier noch dran sitzen? Gerichtsgebäude braucht keinen Sprit. Das sieht man immer hier. Dann haben wir eigentlich die Spritversorgung hier erstmal schon durch. Dann können die das alles in Ruhe jetzt voll tanken. Können sie zigmal hin und her fahren, bis die Tanks voll sind. Was ist fertig? Die Anbindung an die Kneipe, das ist auch wunderschick. Dann dürft ihr hier mal... Okay. Also mal
hat doch immer ganz schnell einen Überblick. Nochmal zur Wiederholung. Wenn man das Büro anklickt, dann sieht man blau, dann sieht man grün, wo hingeliefert wird. Und man sieht jetzt, das hier ist so leicht bläulich, weil das eine Quelle ist. Ich mache mal eben Pause. Wenn wir auf beides umschalten, sieht man, es ändert sich die Farbe und es wird dann immer grüner. So. Also der Sprit, der fließt schon mal. Der wird jetzt überall reingebracht. Da sehen wir schon, die ersten 11 Tonnen sind dran. Hier auch. Wieso es auch immer jetzt 11,2 sind, wenn der Laster genau 11 kann. Vielleicht dehnt sich's aus. Aber jetzt hat schon wieder einer getankt. Vielleicht war der schon zweimal da und die Fahrzeuge haben voll getankt, weil die müssen jetzt alle nicht mehr zu dem Ding hier hin. Das können wir jetzt auch rausnehmen hier, diese Tankstelle. Und da wir das jetzt hier nicht direkt erkennen, ob das jetzt die oder die ist, können wir quasi hinzoomen. Dann wissen wir, das ist die da, das ist die da. Das heißt, ich lasse den, ich reiße sie nicht ab, weil da ist ja kostbarer Sprit drin, aber sie kriegt nichts mehr geliefert von mir. So. Das heißt, irgendwann ist die leer getankt und wenn da der letzte Tropfen rausgenuckelt ist, dann bauen wir die ab. Wir wollen ja nicht verschwenderisch sein hier. Reicht ja schon, wie schön wir das alles aufbauen. Ja, hier sind wir auch im Endspurt bei der Brücke. Dann geht es da wieder weiter. Was macht unser Asphalt hier hinten? Der fährt nicht. Der steht. Oder ist da ein Kipper da? Aber Kipper, wo bist du denn? Ach, der ist gerade rausgefahren. Vermutlich. Da kommt gerade einer rein. Und weiter geht's. So. Dann können wir uns weiter um die nächsten Baustellen kümmern. Wir brauchen hier Essen drin, wir brauchen Elektronik drin und wir brauchen Kleidung drin. Wenn man das jetzt mit einem Verteilungszentrum macht, dann kann man nicht die Prozentzahlen für das jeweilige Produkt bestimmen. Also wir nehmen hier auch wieder die Quelle. Da können wir es jetzt nicht so exakt ausrechnen. Weil, wenn man sich das jetzt so anschaut, also ich wähle eben mal noch aus, Kleidung, Elektronik und Essen. So. Wenn man sich das jetzt anschaut, man kann halt 120 Tonnen Essen reinhaben. Und wenn man sich den Laster jetzt noch dazu nimmt, dann sieht man, Essen könnte 6,5 Tonnen transportieren. Ja, dann würden nur 40 Tonnen Kleidung reingehen. Da könnte aber auch 6,5 Tonnen transportieren. 28 Tonnen Elektronik und da kann er 4,5 Tonnen transportieren. Muss man eben nochmal den Rechner bemühen. Also 4,5 Tonnen Elektronik durch 28 Tonnen. Wir haben 16% ein paar zerquetschte. Also da könnten wir hochgehen bis auf 84% oder 83, um die Kommazahl noch zu bearbeiten. Wenn wir zum Vergleich hier die Kleidung nehmen, wo es 6,5 Tonnen transportieren kann und 40 Tonnen reinpassen. Oh, jetzt habe ich mal gerechnet. Das war nix. Das war nix, Streuner. Dadurch 40. Okay, da bin ich auch bei 16,25%. Das sieht ja eigentlich ganz stimmig aus. Aber das Essen vermutlich nicht. Nehmen wir mal die 6,5 geteilt durch die 120 Tonnen. Und da wären wir halt nur noch bei 5,6%. Also sobald das Essen woanders herkommt aus einem anderen VZ als die Elektronik und die Kleidung, können wir das feintunen. Aber jetzt machen wir so, dass die nur so viel fahren, wie sie müssen und dann wird das Essenslager halt nicht voll. Ich gehe mal eben in die Pause, ich füge beide gleich hinzu, weil die kriegen ja beide Essen. Wir entladen da nicht, wir beladen nicht, wir entladen.
Und wir nehmen diese 83% hier einmal und da einmal. Das bedeutet wiederum, dass die Elektronik voll wird und dass die Kleidung voll wird und das Essen, dafür geht es dann gefühlt bis 90% voll oder so. Man müsste das in unterschiedliche Verteilungszentren aufsplitten. Ich glaube, ich kann es wieder weiterlaufen lassen. Aber das funktioniert an der Stelle jetzt halt nicht. Weil wir haben nur 5 kostenlose. Da müssen wir darauf warten, dass wir die richtigen bauen und dass wir das quasi hier schön sortiert dann rausfahren. Das ist ja, wie gesagt, nur ein Provisorium da vorne. Aber die fahren jetzt alle hier los. Die kaufen jetzt ein. Jetzt wird es auch teuer. Der erste holt Essen. Der holt auch Essen. Der holt schon Kleidung. Die drei, die können jetzt auch richtig schaffen und dann schön die Supermärkte schon mal voll machen. So, dann hätten wir noch Alkohol. Da ist die eine Kneipe noch nicht fertig. Was macht eigentlich der Fußweg hier? Der langweilt sich. Da tut sich noch nichts. Und hier? Auch nicht so, wie es aussieht. Aber der ist noch fertig. Habe ich wieder eine Meldung übersehen? Das war was anderes. Das war die Leitung. Ja, ich habe nicht kontrolliert, was reinkam. Die andere Leitung ist auch okay. Ein neues Fahrzeug ist auch schön. Und noch ein neues Fahrzeug. Okay. Also wir nutzen gerade diese Lager hier noch nicht. Da karren wir es dann mit dem Zug rein und dann holen wir es von hier raus und darüber. Aber der erste Schritt ist hier voll machen. Das Waisenhaus ins Gefängnis, die nachher noch irgendwo hingeplant werden, die kriegen auch noch die Essensversorgung mit rein. Aber das Schöne ist, wir sparen hier so auch viele Aufträge. Also wir müssen jetzt nicht dezidiert ein Büro anlegen, wo schaffen uns Essen rein, das andere schafft uns das andere rein. Wir müssen dann mit den Büros ein bisschen haushalten. Solange wir noch nicht die selber bauen können. Jetzt überlege ich hier gerade, können wir noch was versorgen? Ist überall schon ein bisschen Sprit drin. Hallenbad natürlich nicht, die wollen ja nicht im Sprit baden. Fleisch, ja, Fleisch natürlich. Fleisch brauchen wir auch. Und hier hinten ist das Fleischlager auch fertig. Also 75 Tonnen passt ins Lager rein. Da wir hier voll sind, holen wir uns hier mal schon mal 2 Kühllaster. Die haben auch abgedeckte Ladefläche, aber da steht speziell Kühlung dran. Kühlung, Kühlung, Kühlung ist hier Gesamtkapazität. 6,5 Tonnen und 78 km/h. 72 km/h. Ja, und preislich sind die ja fast gleich. Also die paar Rubelchen da. Da machen wir jetzt keinen Aufstand, deswegen 62. Weniger Tonnen, weniger. Auch weniger Tonnen. Ja, also der eine hier, da holen wir jetzt den, keine Ahnung, Zippel oder wie das Ding auch immer heißt. Wir holen uns 2. Die Fahrzeuge werden später nicht weggeschmissen. Die Fahrzeuge ziehen dann alle schön in ihre eigenen Verteilungszentren hier um. Na, kommt hier meine 2 kleinen süßen Kühllaster. Ich habe hier übrigens einen Mod installiert für diese Grenzstation, weil im Originalspiel ist sie noch verdammt nervig. Da ist es so, wenn hier ein Fahrzeug sich auf der Fläche bewegt, dann kann kein anderes reinfahren. Und mit dem Mod ist es halt so, die können reinfahren, auch wenn andere Fahrzeuge sich da drin bewegen. Also solange wie der jetzt rauskäme, würden die jetzt hier stehen, obwohl da 3 freie Einfahrten sind. Und dieses Blockierende nimmt dieser Mod halt raus. Und es ist super. Es sieht zwar nicht schön aus, weil die Fahrzeuge dann alle einmal außen rumfahren und dann komisch auf der Stelle einmal rumdrehen. Also grafisch ist es nicht so toll, aber man hat mehr Durchsatz. Ja, die stehen jetzt nur noch wirklich hier, wenn alle 4 Stationen voll sind. Kohle holt er immer noch. So, die müssen jetzt nochmal tanken und dann können wir die Jobs auch schon beauftragen. Wir holen das Fleisch von hier. Wir haben ja noch keine eigene Produktion. Und ich rechne eben nochmal. 6,5 Tonnen. Geteilt durch 75 Tonnen Lager macht
8,6%, das heißt, wir können 91% reinladen. Das ist doch mal eine Ausnummer. Also, ich weiß nicht. Könnte ja ein Fetisch von mir sein, dass ich gern diese Zahlen berechne. Ich gehe in die Pause, dass ich die Zahl richtig einstellen kann. Wie viel war es? 91. Und bei dem anderen lag hier vorne auch. Das heißt, wir müssen sie noch nicht einziehen lassen, aber wenn wir es Go geben wollen, dann ist es vorbereitet. Wir haben jetzt den Sprit in der Stadt, wir kriegen jetzt das Essen rein, wir kriegen die Elektronik und die Kleidung rein. Die müssen jetzt natürlich ein paar Mal hin und her fahren. Hier vorne sieht man, die Kleidung ist schon drin. Die fahren quasi immer so. Die fahren immer so, da wo am wenigsten drin ist, da fahren sie hin. Das heißt, die verteilen das jetzt so langsam, also prozentual am wenigsten drin ist. Deswegen ist auch am Anfang einer mit zweimal Kleidung losgefahren. Was macht unser Weg hier hinten? Er ist fast durch. Ja, ich habe wegen dem Verteilungszentrum das jetzt ein bisschen langsamer laufen lassen. Hier ist noch was fertig. Sehr gut, sehr schön, unser Fußweg. Dann bitte auch den Strom und dann kriegen wir da vorne hier auch... Kriegt man hier auch den Sprit rein. Und die kostenlose, die müssen wir halt so lange behalten, wie unsere Fahrzeuge hier noch rumgammeln. Weil die können nicht in ein fremdes Depot reinfahren, um da zu tanken. Wenn ja mal schauen, wie viel Grad schon der Stromverbrauch ist. Ja, 0,1 Megawatt. Ist hier auch nichts los. Die Industrie arbeitet nicht. Die Leute arbeiten nicht. Was ganz interessant ist und nice to know. Diese Lager verbrauchen immer mehr Strom, umso mehr Fleisch sie drin haben. Also nicht denken, Lager ist leer, das Ding braucht keinen Strom, wir schauen es uns nachher an, wenn es voll geknallt ist, dann braucht es glaube so 0,2 Megawatt oder so. Aber ich sehe schon, wir sind auch schon wieder am Folgenende angekommen. Das machen wir noch. Die sollen ihre Prio kriegen, dass sie da rauskommen. Schön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Euer Systemstreuner.